Es ist gerade schwierig, den Wetterbericht anzufangen und vor allen Dingen einzusteigen. Wie steigt man ein? Wo fängt man an? Wo hört man auf? Erst einmal grüße Sie und grüße euch. Ich habe mir gestern Abend einfach mal eine kleine Auszeit genommen, bin kurz auf den Berg raufgeradelt, um mal den Blick zu haben und vor allen Dingen mal die Rübe frei zu bekommen. Und als ich zurückkam, waren ganz, ganz viele Nachrichten da von ängstlichen Menschen aus den Flutgebieten, weil es tatsächlich einige gibt, die wieder Alarm schlagen und von erneut Überflutungen sprechen. Und das wollen wir uns mal anschauen. Zunächst erst einmal die Wetterlage, die wir in der vergangenen Woche gehabt haben. Das hier kommt nicht wieder, sondern eher das. Das, was wir in der letzten Woche gehabt haben, das war eine Verkettung von ganz, ganz, ganz massiven Umständen, die ganz selten vorkommen, aber sie sind davor gekommen. Erstens mal gab es wochenlang immer wieder heftigen Gewitterregen. Die Böden waren vollgesogen, die Flüsse waren voll, die Seen waren voll. Und dann kam der ganz, ganz große Regen mit einem Tief, wo ganz viel Wasser auf einmal runtergekommen ist. Man muss sich das ganz einfach so vorstellen. Wir gehen jeden Tag in ein Gewächshaus und gießen und gießen und gießen. Der Boden ist pitschnass und am letzten Tag gehen wir her und schütten eine Badewanne aus. Da steht alles unter Wasser. So war die Wetterlage. Und die Wetterlage, die jetzt kommt, hat damit überhaupt nichts zu tun. Es kann lokal Starkregen geben, ja, aber es wird keine neue Katastrophe geben. Und vielleicht mein Appell an gewisse Kollegen und Kolleginnen, da ein bisschen behutsamer und vorsichtiger zu sein und nicht unbedingt darauf zu schauen, dass man ganz viel Aufmerksamkeit bekommt. Wir schenken jetzt dem Wetter die Aufmerksamkeit. Was passiert da in den nächsten Tagen? In der Nacht von Freitag auf Samstag entsteht eine größere Gewitterzelle über dem Osten Frankreichs. Das werden wir vom Westen Deutschlands aus mit Wetterleuchten sehen. Am Vormittag zieht das Ganze über den Westen hinweg mit letzten Schauerresten. Da ist kein Starkregen dabei. Am Nachmittag entstehen dann punktuell ein paar Starkregengebiete, weniger in den Gebieten, die die Flut getroffen haben. Dann am Abend sind ein paar Starkregengebiete dabei, etwa von Baden-Württemberg durch Hessen bis dann Richtung östliches NRW. Es kann auch das Saarland treffen. Das ist punktuell, da müssen wir jeweils in der Nowcast, wenn wir dann soweit sind, genauer drauf eingehen und übrigens auch am Alpenrand. Danach, in der Nacht auf Sonntag tut sich nichts, am Sonntagvormittag tut sich nichts. Es gibt ein paar Schauer, am Sonntagnachmittag nicht und am Sonntagabend haben wir dann im Süden wieder ein Gewittergebiet und im Westen, da passiert so gut wie gar nichts. Und wenn wir jetzt die Niederschlagssummen nehmen und aufsummieren, die am Wochenende runterkommen sollen, dann haben wir in den ehemaligen Flutgebieten zwischen 5 und 25 Liter Regen auf den Quadratmeter. Natürlich einen Ort, da kann es auch mal 30 oder 40 Liter regnen, ein Ort weiter passiert gar nichts. Es wird sicherlich irgendwo überall mal ein bisschen Regen runterkommen. Dieser Regen, das mag sich jetzt kurios anhören, ist aber eher positiv zu werten, denn die ganzen Schlammgebiete, da ist es ja unwahrscheinlich staubig und dreckig und das ist auch in der Luft und das ist gefährlich für den Atem und der Regen wird das alles reinwaschen, auch von den Bäumen, von den Pflanzen, von den Straßen und wegspülen. Aber nicht so, dass ein neues Hochwasser entsteht. Mehr Regen gibt es dann in Alpennähe, hier ist es deutlich mehr. Ein anderes Modell zeigt den gleichen Zeitraum mit deutlich weniger Niederschlag. Da soll so gut wie gar nichts runterkommen, 0 bis 10 Liter. Also ganz, ganz ruhig bleiben, da wird nichts Großes passieren. Das ist übrigens auch die Sache mit den Niederschlagssummen, die vor einer Woche gesagt wurden. Meine 7-jährige Nichte, die kann sagen, dass da 200 Liter Regen runterkommen, wenn sie das von den Wetterkarten abliest. Aber wichtig ist zu interpretieren, was bedeutet das? Und das habe ich nirgendwo gehört. Kommen wir zur Wetterlage, die wir jetzt am Wochenende haben werden. Da haben wir ein Tief hier über Westeuropa und im Vorfeld dieses Tiefs kommt warme bzw. heiße Luft zu uns gezogen und dahinter kommt wieder kühlere Luft ran. Das heißt, wir sind an einer Luftmassengrenze zwischen den warmen bis heißen Luftmassen und den kühleren Luftmassen und an dieser Grenze entstehen Schauer und Gewitter, die auch mal kräftig ausfallen können. Und eine solche Lage, wie wir sie hatten, existiert da nicht. Und so sieht's aus.
Der heutige Donnerstag bringt im Laufe des Tages auf der Nordsee ein bisschen Nieselregen. Erst Helgoland, Sylt, Föhr, Amrum, dann die Halligen, später auch die ostfriesischen Inseln gegen Abend. In der Mitte liegt so ein ganz dichteres Wolkengebiet mit vereinzelten Schauern und auf der Alpen-Südseite entstehen ebenfalls ein paar Schauer und Gewitter, bis dann später an den Alpen-Nordrand und über dem Schwarzwald und der westlichen Alb kann es gegen Abend auch mal das ein oder andere Privatwärmegewitter geben. Der große Rest hat viel Sonnenschein. Der Wind ist im Nordwesten stark, auf der See selber sogar stürmisch. Die Höchstwerte reichen hier mit auflandigem Wind 19 bis 23, sonst 23 bis 29 Grad. Im Osten Österreichs sind es bis zu 30 Grad. Der Freitag, morgen, der wird richtig schön. Wir kriegen überall viel Sonnenschein, ein paar lockere Wolken sind unterwegs und auch im Norden scheint endlich mal längere Zeit die Sonne. Ganz, ganz, ganz vereinzelte Schauer sind im Erzgebirge und in den Alpen drin. Die Temperaturen liegen mit auflandigem Wind an der See bei 19 bis 24, sonst bei 25 bis 32 im Osten Österreichs bei bis zu 33 Grad. Am Samstagvormittag starten wir mit den Schauer- und Gewitterresten aus der Nacht in den Gebieten, wo wir die große Flut hatten. Keine Panik bekommen, das sind Schauer- und Gewitterreste, da rumpelt es auch mal am Morgen, das ist ein schwaches Gewitter, das verstummt und im Laufe des Vormittags lösen sich die Wolken auf. Am Nachmittag und gegen Abend entstehen dann neue Schauer und Gewitter, die punktuell, wir haben es eben gesehen, mal viel Regen bringen können. Drumherum scheint aber immer wieder die Sonne. Das wird kein Dauergewitter sein, das über Stunden da liegt, es zieht rüber und dann ist wieder Schluss. Die heftigsten Gewitter werden sich einerseits in Alpennähe bilden und später dann auch an der Nordsee. Hier haben wir starken Sturm im Bereich der Gewitter. Da können Downbursts entstehen. Da besteht lokal die Gefahr von umstürzenden Bäumen, muss man jetzt schon sagen. Samstagnachmittag, Samstagabend im Süden bitte große Vorsicht. Gehen wir nochmal gesondert drauf ein. Und an der Ostsee haben wir ziemlich ruppigen Ostwind. Hier sind es mit auflandigem Wind 21 Grad, im Osten Österreichs 34, sonst 24 bis 32 Grad. Am Sonntag gibt es im äußersten Westen Schauer und Gewitter, dann ein Streifen, wo wir weniger Schauer und Gewitter haben und die nächsten Gewitter sind dann in den Alpen. Die Winde kommen so ein bisschen aufeinander und hier, wo sie zusammentreffen in den Alpen, da entsteht dann ein stärkeres Regengebiet, das uns in der Nacht auf Montag erreichen wird. Und hier, wo wir den Südwestwind haben, da sind wir in der etwas kühleren Luft und im Tiefdruckeinfluss. Da wird es keine stationären Schauer und Gewitter geben. Da gibt es mal kurz Platzregen, dann ist der Wind da und die Sonne scheint wieder. Und am Horizont erkennt man schon wieder einen Schauer aufziehen. Der zieht durch und dann ist gut, keine Hochwassergefahr. 20 bis 27 Grad sind es im Westen, 26, jetzt gehe ich mal raus, bis 34 Grad im Osten. Schauen wir kurz auf die kommende Woche von Montag bis Donnerstag. Es wird eine sehr wechselhafte Woche sein, oft auch windig. Die bringt immer wieder Schauer und Gewitter. Die meisten in der Südosthälfte, die wenigsten in der Nordwesthälfte. Zu Wochenbeginn sind es noch 22 bis 30 Grad und mit einer gewissen Schwüle in der Luft. Ab und nach Wochenmitte 18 bis 26 Grad. Das Problem wird aber der Regen wahrscheinlich in Alpennähe sein. Und da schauen wir mal auf die aktuellen Regensummen, die berechnet werden bis zum kommenden Donnerstag einschließlich. Da haben wir die Flächen, wo wir viel Regen haben, Schweiz, südliches Württemberg, südliches Bayern, westliches Österreich und wo wir weniger haben. In den Flutgebieten, in den ehemaligen, sind es 15 bis 35 Liter laut Modell und das innerhalb von 8 Tagen. Das ist nicht viel, aber, also setzen wir einen Haken dran, hier im Süden sind es 60 bis 160 Liter auf den Quadratmeter und punktuell besteht da auf alle Fälle Hochwassergefahr. So schaut es momentan aus. Im Westen okay, im Süden muss man vorsichtig sein, auch was die Unwetter angeht. Gehen wir dann später nochmal drauf ein. Und jetzt werfen wir einen Blick auf ein neues Sorgenkind, gerade für alle Sommerfreunde, und zwar auf den August. Der macht nämlich den Komplettabsturz zum Monatsbeginn. Und hier habe ich mal die Karten, die jeweiligen Hauptläufe von 12 Uhr und vom 18er. Das bedeutet, die jeweiligen Rechenmodellschritte des amerikanischen GFS-Modells hat im 12er gezeigt für den 5. August ein riesiges Tiefdrucksystem von Nordwesteuropa bis nach Italien rein. Und innerhalb dieser Tiefdruckschüssel, die sich längere Zeit rühren würde, wären wir dann in feuchter und kühler Luft, wo es immer wieder Schauer und Wind gäbe, mit alles anderem als Sommerwetter. Hochwassergefahr bestünde, wenn überhaupt, dann in den Alpen, sonst nicht. Das war der sogenannte 12er Lauf und der 18er Lauf machte es von wenigen
Punkten mal abgesehen. Ähnlich auch wieder mit einer Schüssel, die kühle und feuchte Luft bringt. Und im Alpenraum wären wir da am Rande. Da würde es dann mal häufiger Schauer und Gewitter geben. Der Rest Mitteleuropas wäre in sehr kühler Luft drin. Das heißt als Fazit, wenn wir jetzt mal alles zusammenfassen. In den ehemaligen Flutgebieten wird es keine neue Katastrophe geben. In Alpennähe wird es binnen Wochenfrist viel Regen geben, lokal mit Hochwassergefahr. Das Sommerwetter, das ruhige Sommerwetter mit Sonnenschein geht zu Ende. Da haben wir im Prinzip nur den heutigen Tag und den morgigen Freitag.